So, und jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen dem Thema Grundrente widmen. Professor Marcel Fratscher, der Präsident des DIW, ist nämlich bei uns im Studio. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Fratscher. Guten Morgen, Herr Fratscher. Und wollte man sich ja nun eigentlich heute einigen über das Thema Grundrente. Offenbar wird da jetzt noch mal weiter über die Bedürftigkeitsprüfung gestritten. Es ist also ein wahnsinnig wichtiges Thema, was im Moment beschäftigt. Aber ist es überhaupt eine gute Idee, eine Grundrente gegen die Altersarmut einzuführen? Was sagen Sie? Naja, es wird nicht allen helfen, das muss man auch ehrlich sagen, denn es gibt ja bestimmte Regeln, mehr als 35 Jahre muss man gearbeitet haben, das schaffen viele nicht, die in Altersarmut fallen werden. Also man rechnet, ungefähr 1,5 Millionen Menschen würden von dieser Grundrente profitieren, das ist also doch eine ganz erhebliche Zahl. Und wir müssen uns bewusst sein, das Thema Altersarmut wird in der Zukunft massiv zunehmen, weil wir viele Menschen haben, eben die nicht auf 35 Jahre kommen. Diese Zahl wird steigen. Viele Menschen haben Teilzeit gearbeitet, vor allem Frauen. Auch die werden einen Anspruch haben und Geld benötigen. Deshalb sehe ich sehr wohl Handlungsbedarf, dieses Thema Rente anzugehen. Nochmals, das wird nicht alle Menschen erreichen, aber 1,5 Millionen Menschen, das ist schon eine ganze Menge. Es ist ein Prestigeprojekt der SPD. Das haben wir in den vergangenen Monaten immer wieder gelernt. Die Union, eigentlich dachte man, sie zieht mit. Und jetzt auf einmal die harte Linie vom Unionsfraktionschef und auch der Arbeitgeberverband Stefan Kampeter, der ja früher mal Finanzstaatssekretär gewesen ist im Bundesfinanzministerium. Die sagen alle, das ist unverantwortlich, das ohne Bedürftigkeitsprüfung zu machen. Also wird die Große Koalition vielleicht an der Grundrente scheitern? So wie es aussieht, erwarte ich, dass man eine Mogelpackung, also sprich Kompromiss finden wird, wie man dran vorbeikommt. Und es zeichnet sich ja schon ab, dass man sagt, wenn jemand einen Anspruch hätte, dann wird nicht jede Bedürftigkeit geprüft, also ob die Kinder sich drum sorgen können, ob genug Vermögen da ist, sondern lediglich das Einkommen. Und diese Kompromisslinie, ja, kann man sinnvoll oder nicht halten, aber zumindest wäre das eine Möglichkeit, wie sich beide einigen können. Nochmals, das Thema Rente liegt vielen Menschen in Deutschland auf dem Herzen. Alle Umfragen zeigen, viele Menschen wollen hier eine Lösung haben, wollen eine Besserstellung haben. Und ja, es könnte die große, ich glaube nicht, dass es die Große Koalition zum Scheitern bringt, weil beide wissen, wie man Resultat in Thüringen sieht, dass Neuwahlen oder eine neue Regierungsbildung sicherlich nicht zugunsten der beiden ausgehen würde. Aber man fragt sich natürlich auch, kann man sich so eine Grundrente überhaupt leisten? Denn klar ist, das wird wahnsinnig teuer werden. Und auch der Arbeitgeberverband warnt ja jetzt schon, na, ich weiß nicht, ob das wirklich ausreicht, was man da im Köcher hat. Man spricht von knapp 2 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten, so wie der Kompromiss im Augenblick gelegt wird. Am Anfang war der Vorschlag der SPD bei 4 Milliarden, also auch da hat man sich auf schon eine Linie geeinigt. Das ist nicht wenig Geld, 2 Milliarden, wenn man das vergleicht mit der halben Soli-Abschaffung, die ja jetzt beschlossen ist, sind das 10 Milliarden Euro. Also in dem Vergleich ist es gering, aber klar ist, das kostet Geld und nicht nur einmal, sondern jedes Jahr für die nächsten 30, 40 Jahre. Und das muss man natürlich mit berücksichtigen. Und offenbar ist man sich gar nicht so sicher, wie viel Geld es kostet. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass man eigentlich hätte vorher mal wirklich ausrechnen sollen, was kostet es konkret, oder? Man kann es nicht genau festlegen, weil man gar nicht weiß, wie viele Menschen eigentlich Anspruch haben. Wir haben in Deutschland ein großes Problem mit verschämter Altersarmut, dass Menschen also Anspruch haben und gar nicht zum Amt gehen. 500.000 Rentner heute schon, also riesiges Problem. Und das zeigt, wie wichtig dieses Thema Bedürftigkeitsprüfung ist. Denn wenn man das macht, dann wird es Menschen geben, die sagen, nein, ich möchte mich nicht blankstellen. Nein, ich möchte nicht betteln zum Staat gehen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder oder was andere dafür belastet werden. Und das ist eines der vielen Probleme. Aber das Problem ist doch auch das Vermögen. Wie wird es überhaupt berechnet? Also wenn jetzt jemand einen Anspruch auf eine Grundrente hat, aber trotzdem Vermögen auf der Bank mit irgendwelchen Kapitalbriefen, mit Aktien, aber auch vielleicht eine Wohnung hat und dadurch Mieteinnahmen, das soll alles nicht mit einberechnet werden? Das ist doch vollkommen ungerecht. Und es wurde doch vom Bundesverfassungsgericht nach dem Gleichheitsprinzip, müsste das doch sofort wieder gekippt werden. Das ist genau die Frage, wird es gekippt werden oder nicht, aber die SPD hat es auch immer Respektrente genannt und zu sagen, wenn jemand 35 Jahre gearbeitet hat, dann will man diese Leistung, diese Arbeitsleistung honorieren und das ist ja genau der große strittige Punkt, will man solche Dinge mit einberechnen und wie Sie sagen, gibt es sehr gute Gründe, das zu tun, denn jemand, der hohe Vermögen hat, braucht nicht unbedingt noch Geld vom Staat. Sagt Professor Fratscher. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Mal gespannt, ob es bis Sonntag eine Lösung geben wird. Ja, danke Ihnen. Das wird sich noch zeigen.